Ja, schönen guten Tag. Es freut mich, hier sein zu können. Gleich die erste Korrektur. Ich bin nicht mehr Professorin, sondern pensioniert und als solche nur noch Lehrbeauftragte an dieser Hochschule. Da wird man dann zurückgestuft, um das klar zu machen. Ich werde auch nicht nur über soziale Aspekte reden, sondern vor allen Dingen über ökonomische Aspekte, weil die sozialen, die ergeben sich gleichsam daraus. Ich habe 5 Thesen ins Zentrum. Ich fange hier schon mal an. Ich habe 5 Thesen ins Zentrum gestellt, die ich versuchen möchte, im Laufe meines Beitrags zu erläutern. Die erste lautet, dass ökonomisches Wachstum, wie wir wissen, Ausdruck der Maßlosigkeit ist. Und Maßlosigkeit ist ein Wesensmerkmal des Kapitalismus. Deswegen werde ich vom Kapitalismus sprechen. Er ist in dieses System gleichsam eingebaut und deswegen können sich weder Vertreter von Staat noch von Wirtschaft, aber auch die meisten Mitglieder dieser Gesellschaften, die als kapitalistische zu bezeichnen sind, sich gar nichts anderes vorstellen als ein Leben mit ökonomischem Wachstum. Zweite These: In den goldenen Jahren des Kapitalismus, so wurden die bezeichnet, die 3 Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, war es vor allen Dingen in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland gelungen, die soziale Frage des 19. Jahrhunderts einer systemstabilisierenden Lösung zuzuführen. Die soziale Frage ist eine Verteilungsfrage, die Frage der Verteilung zwischen Kapital und Arbeit. Wie wurde diese Lösung betrieben? Nun, nicht durch Umverteilung, sondern indem die Arbeitsproduktivität enorm gesteigert wurde und die Arbeitenden, die besitzlosen Klassen somit, beteiligt wurden an diesem Produktivitätsfortschritt. Das heißt, nicht durch Umverteilung, sondern dadurch, dass der Kuchen größer gebacken würde, fiel auch ein größeres Stück für die Arbeitnehmer dabei ab. Nur diese zeitlich befristete Lösung, in Anführungsstrichen, der Verteilungsfrage ging auf Kosten der Verschärfung der ökologischen Frage, das brauche ich Ihnen hier nicht zu sagen. Und heute an den absehbaren planetarischen Grenzen und konfrontiert mit Peak Everything, das heißt dem absehbaren Ende der Verfügbarkeit von billigen Rohstoffen, von fruchtbarem Land und von Wasser, lässt sich diese Art von Verschiebung der sozialen auf die ökologische Frage ganz sicher nicht mehr betreiben. Daher die 4. These: Müssen wir Wirtschaft und Gesellschaft so umgestalten, dass ein Leben nach dem Ende von hohen Wachstumsraten und nach billigem Öl, nach Automobilität und nach billigen Lebensmitteln die ökonomische und politische Stabilität moderner Gesellschaften nicht gefährdet? Und das geht eigentlich nur, wenn wir die soziale und ökologische Gerechtigkeit zu einem übergeordneten politischen Ziel machen. Weil indes ökonomisches Wachstum in einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung das Hauptziel staatlicher Akteure, aber auch letztlich das Ziel ist, das jegliche einzelwirtschaftliche Vernunft leitet, muss die Frage ins Zentrum rücken, wie eine nicht-kapitalistische Gesellschaftsordnung etabliert werden kann. Das heißt, die Systemfrage ist letztlich die entscheidende Frage. Ich brauche hier sicherlich nicht auf diesen Zusammenhang einzugehen, ganz sicher nicht in diesem Kreise. Der Flyer der Veranstaltung hat das ja noch einmal mit dem richtigen Hinweis belegt: Grenzenloses Wachstum ist ökologisch unmöglich, einerseits, weil wir wissen, dass unsere Inputs begrenzter Art sind, das heißt, die, was Karl Marx einmal the free gift of nature, also die Gratisleistungen der Natur genannt hat, die stehen nur in einem begrenzten Umfang zur Verfügung. Das, was wir machen in unserer Art zu wirtschaften, zu leben, hat Grenzen auf der Input-Seite und wir wissen, dass es vor allen Dingen auch durch die Senken, die es gibt auf diesem Planeten und außerhalb desselben, begrenzt ist. Und deswegen auch die Aussage, die da unten steht, dass auf einem jeweils gegebenen technischen Niveau, und das ist heute selbstverständlich ein anderes als zu Zeiten der industriellen Revolution, aber
ökonomisches Wachstum immer mit wachsendem Ressourcenverbrauch und wachsenden Schadstoffemissionen einhergeht und wir durch letztere dieses nicht verringern können. Aber, und das ist der Grund, weshalb ich dann doch in diesem Kreise, obwohl Ihnen das alles vertraut ist, diese Folie aufgelegt hat, Georgescu Rügen, der Bioökonom, der schon sehr früh in den 1920er Jahren sich mit Fragen dieser Art beschäftigt hat, stellt zu Recht die Frage, wenn es so ist, dass dauerhafte Überschussproduktion eigentlich energetisch gesehen unmöglich ist, wie ist dann Kapitalismus möglich? Und das ist eigentlich die Frage, die wir uns vorzulegen haben. Nun, die kapitalistische Akkumulationsdynamik, habe ich schon gesagt, ist auf Gratisleistungen der Natur unbedingt angewiesen. Das heißt, selbst die scheinbar beliebig reproduzierbare Natur des Menschen ist letztlich davon abhängig, ob es hinlänglich Lebensmittel und Wasser gibt und ob auch die Lebensbedingungen zuträglich sind, sonst wächst weder die Zahl der Weltbevölkerung, wie einige behaupten, die Zahl der Weltbevölkerung genauso wenig in den Himmel wie Bäume und kleine Kinder in den Himmel wachsen, wenn ihr Wachstumsmaximum erreicht ist. Das ist abhängig von den Lebensbedingungen und vor allen Dingen von den Lebensmitteln, die zur Verfügung stehen. Dennoch haben wir das da erlebt, eine sehr ungewöhnliche historische Entwicklung bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts, nämlich eine Steigerung des jährlichen Wirtschaftswachstums in einem unvorstellbar großen Umfang. Hier können Sie das etwas genauer sehen. Das sind Daten eines sehr bekannten, diese Grafik ist produziert worden von einem sehr bekannten US-amerikanischen Ökonomen namens Richard Gordon. Der bezieht sich da auf Daten, die ein Wirtschaftshistoriker namens Agnes Madison vor ihm schon erstellt hat, sehr schwierig erstellt hat, nämlich der Versuch zu rekapitulieren, wie eigentlich das Wirtschaftswachstum in den letzten 2000 Jahren sich entwickelt hat. Und der Madison, genau wie dieser Richard Gordon, kommt zu eben dieser blauen Linie da unten. Das sehen, der Gordon hat es nur verlängert bis zum 13. Jahrhundert. Was Sie da erkennen können, ist ein sehr geringes, nicht Wachstum, aber das, was man ein dynamisches Gleichgewicht nennt, also Schwanken um einen Punkt herum von ungefähr 0,2%, heißt -3 bis -4%. Je nachdem, am Ende kommt so etwas heraus wie eine relativ konstante Entwicklung bis zum Beginn der industriellen Revolution. Und da sehen Sie dann, da verändert sich etwas. Das Blaue ist zunächst die Entwicklung in dem erstindustrialisierten Land Großbritannien. Dann sind hier die Daten für die USA eingegeben. Aber letztlich können Sie das genauso für Deutschland, für Frankreich, für Japan und alle Länder, die Sie später industrialisieren, machen. Es findet in diesen letzten 300 Jahren seit der industriellen Revolution eine exorbitante Steigerung statt, also von durchschnittlich 0,2%, kann man so sagen, im Verlauf der Menschheitsgeschichte, übrigens in allen Weltregionen ziemlich gleichartig, passiert etwas mit der industriellen Revolution, nämlich dass seit hier diese enorme Steigerung auf durchschnittlich 2,5%. Klar, wenn Sie so Daten kennen, wenn ein Land sich früh industrialisiert, dann sind diese Schübe irgendwie, liegen die bei 5, bei 8% oder so. Oder Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Zerstörung durch den Krieg, waren das auch dann 10%. Aber im längeren Durchschnitt 2%. Und 2% ist ungewöhnlich hoch. Und das sagt diese Kurve von Gordon aus, der hat sich nämlich ermutigt, im Gegensatz zu dem Madison, der keine Prognose gemacht hat. Was Sie da sehen, ist eine Prognose für den Verlauf des 21. Jahrhunderts. Und seiner Meinung nach werden wir am Ende des 21. Jahrhunderts in etwa bei eben dieser Situation angekommen sein, die normal war für die bisherige Geschichte, nämlich einem Wachstum um dieses dynamische Gleichgewicht von 0,2% oder so herum. Dafür hat er eine Erklärung, die lautet: Das, was diese Entwicklung hier ermöglicht hat, waren ungewöhnliche Produktivitätsfortschritte, die vor allen Dingen durch den Rückgriff auf fossile Energieträger plus technologischen Innovationen zustande gekommen sind. Aber das ist die These von Gordon, weshalb er da diese nach
unten verlaufende Kurve nach diesem Peak, den wir gegenwärtig nicht mehr wirklich erleben, weil wir befinden uns schon irgendwie ein bisschen an einem absteigenden Ast. Die Erklärung dafür ist, dass fossile Energieträger, aber auch alle wesentlichen Innovationen, alle Innovationen, die da lauten, Elektrifizierung, Massentransportmittel, Bewässerungssysteme, all das, auch die mikroelektronische Revolution, all das liegt hinter uns. Und was wir an technologischen Innovationen erwarten können, wird nicht gleichermaßen so einen Push geben, wie das, was hinter uns liegt. Das ist die These von Gordon, über die man diskutieren kann. Wenn Sie sich das anschauen, dann kann man sagen, ja, die Steigerung der Arbeitsproduktivität, das war ermöglicht durch die fossilen Energieträger, weil die so wunderbar dicht sind, viel dichter als Erneuerbare, die haben das ermöglicht. Diese Steigerung von Arbeitsproduktivität, die setzt sich immer noch fort, aber wenn wir uns anschauen, was die Wachstumszyklen immer im Vergleich zu den vorherigen Wachstumszyklen anbelangt, und das kann man dann da unten im unteren Teil sehen, absolut gesehen steigt quasi das Bruttoinlandsprodukt. Das ist hier für die USA und für Deutschland gezeigt. Deutschland ist die blaue Linie und die USA die schwarze. Absolut gesehen produzieren wir immer mehr. Das kann man dann, also Bruttosozialprodukt ist ja ein monetärer Ausdruck, also nur das, was monetär bewertbar ist, also nicht die Arbeit, die wir in Haushalten tun, sondern nur das, was auf dem Markt erscheint, wird monetär bewertet. Und quasi dieser monetäre Ausdruck, ja, das steigt immer noch. Man kann sogar sagen, das ist relativ konstant. In den 50er Jahren hatte man diese Entwicklung mit ungefähr einem Plus von umgerechnet, auf Euro umgerechnet, 500 Euro pro Jahr. Und heute sind es auch ungefähr monetär gesehen 500 Euro pro Jahr. Aber damals war das verbunden mit einer 10-prozentigen Wachstumssteigerung und heute mit einer unter 2-prozentigen. Was halt sehr wichtig ist, sich anzuschauen, ist das, was man hier unten sieht. Ich darf nicht von dem Computer, also wenn Sie hier unten mal hingucken. Was Sie da erkennen können, ist, dass seit den 50er Jahren, jetzt schauen Sie sich Deutschland an, also nach dem Zweiten Weltkrieg, da musste alles wieder aufgebaut werden, 6-prozentige relative Wachstum abgesunken bis zum Jahre 2015, wie das Reich, auf ungefähr auf weniger als 1%. Das ist immer relativ zu dem vorangegangenen Zyklus. Und dasselbe kann man faktisch für die USA, für Japan, für Frankreich, Italien, Großbritannien, für alle hochentwickelten Industrieländer zeichnen. Das heißt, die Wachstumsraten nehmen ab. Und natürlich diejenigen, die eine nachholende Entwicklung machen, wie Indien, China und so weiter gegenwärtig, die haben höhere Wachstumsraten, genauso wie wir in den 50er Jahren. Aber letztlich läuft die Situation darauf hinaus, dass, und deswegen spricht man heute von einer säkularen, also das Jahrhundert kennzeichnenden Stagnation. Natürlich gehen Wirtschaftswissenschaftler immer davon aus, die kann man überwinden, die wird überwunden werden, aber dafür spricht nicht besonders viel. Ich will jetzt nicht auf die Realentwicklung weiter eingehen, sondern deutlich machen, warum wir es eigentlich mit einem systemischen Problem, einem System, also ein Problem zu tun haben, das in unsere Wirtschaft eingebaut ist. Und wenn wir dieses Problem loswerden wollen, dann müssen wir dieses Wirtschaftssystem loswerden, um es mal ganz simpel zu sagen. Ich habe meine Aussagen über den Kapitalismus auf die drei Wesentlichen hier konzentriert, die da lauten, das ist ein System, das basiert auf dem Besitz von privatem Eigentum, und privates Eigentum erfordert Aneignung. Aneignung heißt, wenn ich ein Haus besitze und da drin wohne, dann bin ich zwar Eigentümer dieses Hauses, aber das ist was anderes, als wenn dieses Haus eine Kapitalanlage ist. Wenn ich das Haus als Kapitalanlage betrachte, dann muss der Wert dieses Hauses unbedingt wachsen, um seinen Sinn, seinen ökonomischen Sinn als Kapitalanlage nicht zu verlieren. Das heißt, Privatbesitz im Sinne von Kapitalbesitz erfordert unbedingt ein
eine Wachstumsdynamik. Ansonsten haben wir, ich habe gerade in der Zeitung gesehen, Donald Duck wird heute 70 Jahre alt. Donald Duck hat das anders gemacht. Der hat auf seinem Haufen Geld gesessen, der hat sich als Schatzbewahrer gefühlt und er hat es nicht investiert. Das ist eben der Unterschied, weshalb die Überschrift im Tagesspiegel heute, dass es der gute Kapitalist sein zu viel Unsinn ist. Donald Duck war kein Kapitalist. Der hat einfach nur sich an seinem vielen Gold gefreut. Zweites Charakteristikum des Kapitalismus ist, Eigentum wächst durch Arbeit. Arbeit fügt dem Kapital einen Wert hinzu, das nennt Marx den Mehrwert. Und wenn dem nicht so ist, dann hat das Kapital ein Problem. Ich komme noch mal gleich darauf zurück. Das Dritte ist aber ein ganz, ganz wesentlicher Mechanismus, der uns in jeder Weise quält, nämlich Geld als Kredit. Geld als Kredit, weil kein Kapitalist finanziert, wie Donald Duck es gekonnt hätte, Investitionen aus seinem Schatz, sondern es wird durch Kredit finanziert. Und das heißt, das Geld, das ich einsetze, muss einen Überschuss erwirtschaften, weil es muss eine Rückzahlung erfolgen und es muss gleichzeitig Zinszahlung erfolgen und das Ganze leider auch noch in einem gegebenen Zeithorizont. Also möglicherweise muss ich verkaufen zu Bedingungen, die nicht so günstig sind wie vorher oder nachher. Das heißt, diese drei Elemente bedingen, dass Märkte über alle Bedarfe hinaus ausgedehnt werden müssen. Deswegen haben wir es heute mit einem Überschuss, mit Halden von Autos in den chinesischen Häfen, mit zu viel Pullovern, zu viel PCs, zu viel von allem zu tun, weil egal was der Bedarf ist, Märkte müssen ausgedehnt werden. Karl Marx hat es in die Formulierung gebracht, nicht der einzelne Gewinn, nur die rastlose Bewegung des Gewinnens ist die unmittelbare Bestimmung des Kapitals und daher auch sein Zwang. Das heißt, ich kann mich nicht diesem Zwang entziehen, ansonsten bin ich kein Kapitalist mehr, ansonsten werde ich Donald Duck oder Schlimmeres, ein Bettler. Ich habe hier nochmal darunter auf dieser Folie deutlich zu machen versucht, warum dieser Zwang, der dieses System charakterisiert, im Zusammenwirken dann gleichsam Wachstum treibt. Das eine ist das Profitmotiv, von dem ich gerade gesprochen habe, aber dem entspricht gleichsam als die andere Seite das Konsummotiv oder der Konsum. Der Konsum muss unbedingt genauso sehr wachsen, wie die Produktionsmöglichkeiten es hergeben. Und dafür sorgen dann Marketing und Werbung und all diese wunderschönen Instrumente, weil nur wenn quasi die Waren, die produziert werden können, konsumiert und Konsumare kommen von zerstören, also im Verbrauch quasi zerstört werden, dann kann ich neu produzieren und neue Profite generieren. Aber auch der Staat ist in diesen Wachstumsmechanismus hineingezogen, weil er plant letztlich seine Ausgaben auf der Annahme, dass zukünftig Steuereinnahmen steigen werden. Dem ist noch hinzuzufügen, dass heute die neoliberale Wirtschaftsdoktrin, die wir seit circa 3-4 Jahrzehnten als einzige übrig gebliebene Wirtschaftsdoktrin kennen, dazu treibt, dass die Unternehmen viel stärker als früher gezwungen sind, ihre Rendite in sehr kurzer Frist sehr stark zu steigern, viel stärker als früher. In früheren Jahrzehnten galt eine Rendite von Automobilkonzernen, die bei 3-4% auf das eingesetzte Kapital sich belief, als super. Hat man Aktien gekauft von so einem Unternehmen. Heute kann man an den Finanzmärkten aber zweistellige Renditen erzielen und also lastet auf den Unternehmen der Druck, unbedingt eine höhere Rendite zu erzielen und das Ganze auch noch in einer sehr kurzen Frist. Diese neoliberale Wirtschaftsdoktrin drückt aber auch letztlich auf staatliches Handeln, insofern als auch von staatlichen Akteuren etwas verlangt wird, was völliger Schwachsinn ist, nämlich, dass sie bitteschön auf Effizienz ihr das staatliche Handeln gründen sollen. Also Effizienz ist ein Prinzip der Wirtschaft, ne? Also mit mehr Input, mit dem gleichen Input mehr erzeugen oder am besten mit weniger Input mehr erzeugen. Da gehört dieses Effizienzprinzip auch hin.
Aber staatliches Handeln, da soll es eigentlich um Wohlfahrt gehen. Wenn man das unter diese Effizienzkriterien stellt, kommt man sehr, sehr schnell dazu, dass letztlich dieselben Kriterien, nämlich ja, eine gegebene Menge Geld in kürzerer Zeit in mehr ja, Nutzen zu verwandeln, auf den Staat und auf staatliches Handeln appliziert werden. Nun, es ist gar keine Frage, Wachstum, wie wir es erlebt haben in den letzten Jahrzehnten, hat seine positiven Seiten. Wir wissen auf der Plusseite, da gibt es die bessere Gesundheitsversorgung, die längere Lebenserwartung, die höhere Bildung, der Rückgang extremer Armut. Es gibt auch weniger grenzüberschreitende Kriege und es gibt mehr grenzüberschreitende Kommunikation. Vielleicht fällt Ihnen noch ein bisschen was anderes ein, aber das ist mir eingefallen und man kann sagen, ja, das kann man auf der Plusseite verbuchen. Was da auf der Negativseite, auf der Schadenseite steht, da will ich jetzt nicht die ökologische Degradation auflisten, denn die ist Ihnen weitgehend, denke ich mal, vertraut, sondern auf das, was ich da grau markiert habe, eher eingehen oder es zumindest benennen. Wir erleben mit dieser enormen und tatsächlich nicht anhaltenden Wachstumssteigerung zugleich, dass die informelle Ökonomie in den Ländern des globalen Südens, aber letztlich auch inzwischen in den reichen Industrieländern, dass die wächst und nicht die formelle Ökonomie. Und informell heißt, dass immer mehr Arbeitsplätze entstehen, die mit prekären Arbeitsbedingungen, die mit nicht ausreichendem Lohn, die mit nicht ausreichender sozialer Sicherheit verknüpft sind. Mit sehr viel weniger oder zum Teil gar keinem Schutz von Arbeitnehmern durch Kollektivorgane wie Gewerkschaften. Das ist inzwischen die Realität der Arbeit und nicht mehr die sozial geschützte, die da für einige Zeit, für 3 Jahrzehnte zur Idealgröße geworden ist in der Nachkriegszeit. Das, was man Normalarbeitsverhältnis nennt, war immer ein Anormalarbeitsverhältnis, weil es hat weder früher existiert, noch seit dieser Zeit, also für Deutschland ist es etwas später eingetreten als für andere Industrieländer, aber letztlich haben wir heute die Normalität informeller Arbeitsverhältnisse und das ist alles andere als die schöne geschützte Arbeitswelt dieser goldenen Jahre. Wir haben gleichzeitig eine exorbitante Zunahme von Jugendarbeitslosigkeit, weniger in Deutschland, aber in vielen anderen europäischen Ländern und erst recht in den Ländern des Südens. Wir haben in Verbindung mit diesem Wachstum, darauf kann ich ja nicht eingehen, ein Phänomen, das man aber trotzdem damit zusammendenken sollte, nämlich eine zunehmende Verbreitung von Bestechung, von organisierter Kriminalität. Und das beileibe nicht nur in den Ländern des Südens. Wir können ja gerne darüber diskutieren, ob der Abgasskandal nun eigentlich unter diese Kategorie fällt oder nur unter technisches Versagen fällt. Ich denke, es gibt gute Gründe, hier von Korruption zu sprechen. Wir haben aber vor allen Dingen auch eine wachsende soziale Ungleichheit. Und das ist letztlich das Charakteristikum dieser enormen Wachstumsperiode, dass sie mit großer sozialer Ungleichheit einhergeht und zwar in einem Umfang, wie es das früher nicht gegeben hat. Und das ist jetzt meine liebste immer verwendete Grafik, die basiert auf diesen Daten von diesem erwähnten Herrn Madison, und der hat das also für die letzten 2000 Jahre gemacht. Und wenn man sich das anschaut, das sind jetzt hier die verschiedenen Weltregionen, was Sie erkennen können, ist einerseits das, was der Gordon auch macht, nämlich da gibt es quasi ein Abheben des Wachstums es beginnt, wie Sie sehen, also in der Zeit der industriellen Revolution, aber dann vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und was halt diese Grafik sehr schön zeigt, gleichzeitig wird etwas deutlich, was so früher nicht der Fall gewesen ist, nämlich eine Ungleichheit zwischen den Weltregionen. Diese Entwicklung ist nun aber weiterverfolgt worden von anderen Ökonomen. Das hier ist Branko Milanović hat lange Zeit für die Weltbank gearbeitet und er hat kürzlich eine Studie über die globale Entwicklung von Ungleichheit vorgelegt. Und was Sie an dieser Studie sehen, er bezeichnet es immer als Elefantenrüssel, was man da sieht. Da braucht man einige Fantasie, um diesen Elefantenrüssel zu sehen. Aber gut, also dieser Elefantenrüssel, was sagt er eigentlich aus? Er sagt aus, es hat sich etwas verändert gegenüber früher.
Nämlich, also nicht was die Loser anbelangt, die eine Kategorie der Loser, also die ganz Armen haben schlicht nichts vom Wachstum gehabt. Das ist das, was man hier unten sieht. Ist nicht weiter überraschend, hätten wir so erwartet. Die ganz armen Menschen in Subsahara-Afrika, aber auch in anderen Teilen der Welt, haben von diesem wunderbaren Wachstum nichts gehabt. Was er dann allerdings, und wir, es überrascht uns auch überhaupt nicht, das da drüben zu sehen, auf der anderen Seite, hier dieser Rüssel, das Rüsselende, das so nach oben geht, was da nämlich zu sehen ist, dass die sehr Reichen mehr oder weniger das meiste abgegriffen haben. Das sind die Daten, die man auch von Oxfam und so weiter immer kennt. Also die reichsten 12% der USA, die reichsten 3-6% in Großbritannien, Japan, Frankreich und Deutschland und die reichsten 1% in Brasilien, Russland und Südafrika. Das sind die, die am meisten profitiert haben von diesem Wachstum. Aber da in der Mitte, da ist etwas drin und das bringt uns einfach zur Situation, die wir gegenwärtig auch in Deutschland als ein Problem sehen, nämlich, dass einerseits die Mittelklassen in den sogenannten Emerging Economies, also den sich entwickelnden Ökonomien, insbesondere Südostasiens, nämlich insbesondere hier in China und Indien, da ist eine Mittelklasse entstanden, die hat ganz kräftig zugelegt, 60-80% Einkommenszuwächse und dem entspricht quasi eine zweite Gruppe von Losern, von Verlierern dieser Wachstumsentwicklung. Und das sind letztlich Bürger der reichen Industrieländer, also der altindustrialisierten Länder, Europa, Nordamerika, Australien, mit stagnierenden Einkommen. Und dazu gehören auch gleichsam alle Bewohner der ehemals kommunistischen Länder, das heißt also der Länder, insbesondere in Ost- und Mitteleuropa. Das sind Verlierer dieser Wachstumsentwicklung und das erklärt zum großen Teil auch unsere Wahlergebnisse. In Europa kommt hinzu, und das schließt jetzt Deutschland ein, dass es einherging, dass diese zunehmende soziale Ungleichheit einherging mit dem Abbau all dessen, was wir mal unter dem Stichwort europäisches Sozialmodell als eine Besonderheit gehabt haben und das ist, was uns unterschieden hatte von Nordamerika. Nämlich, das sind diese Elemente, die ich da unten aufgelistet habe, was eigentlich alles zu unserem europäischen Sozialmodell dazugehörte. Ein universeller Wohlfahrtsstaat, der gleiche Zugang zur Daseinsvorsorge für alle und zwar zu einer hochwertigen Daseinsvorsorge, staatliche Interventionen in das Marktgeschehen, aber auch Mechanismen außerstaatlicher Koordination, insbesondere Tarifvertragsparteien, also Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, die sich gemeinsam um etwas bemühten, worauf gegenwärtig die Beschäftigten von Siemens hier in Berlin oder von anderen Unternehmen, die zwar riesige Gewinne machen, aber gleichzeitig Arbeitsplätze abbauen, natürlich freuen würden. All das gibt es faktisch nur noch in einem sehr engen Umfang. Ebenso das öffentliche Eigentum an Schlüsselindustrien und Infrastrukturen, dass wir mal in Europa viele, viele Unternehmen hatten, die als strategisch wichtige betrachtet wurden, weshalb der Staat dabei ein Wörtchen mitredete, also es war im Eigentum des Staates und der Staat hat auch Politik gemacht. All das ist in einem sehr, sehr großen Umfang auch geschrumpft und vor allen Dingen ist geschrumpft die Zwangsversicherung für alle Beschäftigten, für alle Mitglieder einer Gesellschaft, Branchen- und Flächentarifverträge und ihre Deckung hinsichtlich aller Arbeitsverhältnisse und die Größe des öffentlichen Dienstes. Ein Großteil der Probleme, die wir heute, und ich komme gleich nochmal darauf zurück, im Hinblick auf sinkende Löhne haben, haben damit zu tun, dass eben Branchen- und Flächentarifverträge heute nur noch einen Bruchteil aller Beschäftigungsverhältnisse abdecken und die Gewerkschaften völlig überfordert sind, wenn der Staat ausgehandelte Tarifverträge nicht allgemein verbindlich erklärt. Das war früher der Fall und das hat die Konkurrenz um die Arbeitseinkommen zum Stück rausgenommen aus der Konkurrenz. Ebenso die Zwangsversicherung. Der Punkt ist, dass jetzt diese seltsame SPD wieder eine Bürgerversicherung zum Thema macht und gleichzeitig alle Kommentatoren darauf hinwiesen, dass selbst wenn die CDU dem
zustimmen würde in den Koalitionsverhandlungen, die Umsetzung einer solchen Bürgerversicherung mindestens 20 Jahre in Anspruch nehmen würde, was ein Witz natürlich ist. Als Ergebnis dieser Entwicklung haben wir etwas, was der französische Ökonom Piketty, der 2011, ich habe es mein Problem mit Zahlen schreiben, also 2011 soll das heißen, ein Buch geschrieben hat, das übersetzt lautet Das Kapital im 20. Jahrhundert. Und die Aussage dieses dicken Buches kann man sehr knapp zusammenfassen, die da lautet, was wir gesehen haben, seit 1870 bis 2010, das war der Zeitpunkt, den er verfolgt hat, dass die Kapitalrendite immer größer war als die Wachstumsrate. Und das drückt sich dann in dieser Entwicklung aus. Diese Entwicklung, das können Sie sehen, das ist hier für Deutschland, Frankreich und Großbritannien, was Sie erkennen können, das sind die wunderbaren goldenen 30 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Was wir da haben, ist eine Situation, wo Kapitalrendite sich halbwegs im Kontext der Wachstumsentwicklung bewegte. Was wir aber heute haben, das ist dann das Jahr 2010, wo seine Berechnungen enden, ist quasi eine Verteilung von Kapitalbesitz und Arbeitseinkommen, die entspricht so in etwa der Zeit von 1910, das heißt vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Die Ungleichverteilung mit anderen Worten ist heute ähnlich hoch wie Anfang des 20. Jahrhunderts und deswegen die These von Piketty, dass wir uns letztlich schon wieder in so etwas wie einem Patrimonialkapitalismus früherer Zeiten befinden. Nun, wenn wir versuchen zu verstehen, warum das so ist, kommt man auf das Problem, das von einigen Ökonomen, das der finanziellen Repression genannt wird. Das Problem ist, wenn ich es mit sinkenden Wachstumsraten zu tun habe, sollen Innovation und Investition reale Überschüsse erzeugen, weil die Zinsen müssen ja bedient werden. Das gilt für Unternehmen genauso wie für ganze Volkswirtschaften. Womit wir es aber dann zu tun haben, ist das, was man die Widersprüche der Produktivitätsentwicklung nennen kann. Ich habe vorhin gesagt, dieser Wachstum, dieses ungeheuerliche Wachstum, das wir erlebt haben, ist eigentlich nur möglich gewesen auf der Basis von ungeheuerlich gestiegener Arbeitsproduktivität. Aber das mit der Arbeitsproduktivität ist so ein Bumerang und da kommen wir an ein Wesensproblem des Kapitalismus. Wir wissen, Globalisierung heißt Deregulierung, heißt Abbau von Schutzbestimmungen, habe ich gerade erwähnt, im Hinblick auf das europäische Sozialmodell. Globalisierung heißt Liberalisierung von Märkten, das heißt nicht nur von Gütermärkten, sondern vor allen Dingen Liberalisierung im Hinblick auf die Währung, das heißt also die Wechselkurse sind dem freien Spiel von Angebot und Nachfrage überlassen worden und Liberalisierung heißt auch, das wichtigste Gut im Kapitalismus, nämlich das Geld und dessen Preis, was da die Zinsen sind, ebenfalls dem Spiel von Angebot und Nachfrage überlassen worden sind. Und Globalisierung heißt auch Privatisierung von 5 Minuten. Das ist echt schwierig. Okay, noch eine dazu. Der Punkt an der Sache ist, dass all diese Elemente, die wir normalerweise mit Globalisierung fassen, dass die zum Anstieg von Wettbewerbsfähigkeit beigetragen haben. Und doch, das hören wir auch immer wieder. Es muss die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden. Und ja, sie ist gesteigert worden. Insbesondere die deutsche Industrie ist so wettbewerbsfähig, dass sie alle anderen niederkonkurriert. Das ist insofern gelungen, wir könnten sagen Applaus. Aber das Problem ist, dass gleichzeitig Produktionskapazitäten damit auch aufgebaut worden sind, die aber bei fehlender Kaufkraft, weil der Druck auf die Löhne, das habe ich ja erwähnt, der Druck auf die Löhne ist exorbitant und er hält an. Dass, wenn ich keine fehlende Kaufkraft habe, wir wissen dieses alte Argument, dass Autos keine Autos kaufen, dann habe ich ein Problem. Und die Kaufkraft von Arbeitnehmern auch in Deutschland, obwohl wir so wahnsinnig wettbewerbsfähig sind, ist deutlich gesunken. Ich will jetzt nicht auf die ganzen Daten zur Armutsentwicklung und Mindestlöhnen eingehen, das ist Ihnen wahrscheinlich soweit vertraut.
Das hat aber ein Problem als Folge, nämlich, dass der Kapitalstock immer größer wird. Kapitalstock ist also das Kapital, das gebunden ist in Maschinen, in Gebäuden, in Eigentumsrechten, also Patenten und Ähnlichem, und das immer höhere Ausgaben für Produktionsinputs, also für Energie, für Metalle und so weiter anfallen. Nicht unbedingt höhere Steuern, das sind auch noch irgendwie Belastungen, weil da sind ja die Steuern radikal gesenkt worden. Aber letztlich ist der Kapitalstock viel größer und das erzeugt genau das Problem, dass Investitionen unterbleiben, obwohl wir im Augenblick eine Zinsquote von ungefähr nichts haben. Ne? Also trotzdem findet keine Investition statt, weil einfach zu viel Kapital nicht profitabel verwertet werden kann. Und es gab eine kurze Zeit und die ist für einige noch immer nicht vorbei. Jetzt wird es gerade mit Bitcoin wieder eine neue Blase aufgebaut, wo man quasi als Substitut für nicht absetzbare Waren ein kreditfinanziertes Konsumsystem, also insbesondere in den USA, aber auch bei uns, findet viel Konsum kreditfinanziert statt. Und das ist letztlich quasi die Antwort auf die sinkenden Löhne. Die Arbeiter können eigentlich nicht all das an Schrott kaufen, was da produziert wird, aber es muss ja abgesetzt werden und indem ich quasi Kredite billig mache und wir wissen, dass das in den USA ziemlich daneben gegangen ist, habe ich vorübergehend eine Lösung für dieses Problem, das im Marx'schen Sinne Überakkumulation von Kapital genannt werden kann, das keine rentierliche Verwertung mehr findet. Jetzt muss ich irgendwie zum Ende kommen, wofür wir Wachstum definitiv nicht benötigen. Um Armut und Hunger zu beseitigen, im globalen Süden, ja sicherlich, aber ganz sicherlich nicht in Deutschland. Bei uns ist das eine Frage der Umverteilung von oben nach unten über Steuern und Abgaben. Und da kann man sich Steuern- und Abgabensysteme vorstellen, die eben nicht wie in der Bundesrepublik Deutschland zwei Drittel dem Faktor Arbeit aufbürden und fast nichts dem Faktor Umwelt und fast nichts dem Faktor Kapital. Das wäre eine lange Debatte. Das ist ganz sicher durch Umverteilung zu lösen. Die Bereitstellung von öffentlichen Gütern, also Gesundheit, Bildung, Mobilität, ja natürlich braucht das Einkommen, aber ob der Zugang für alle Bürger zu öffentlichen Diensten in hoher Qualität gewährleistet ist, ist letztlich eine Frage der politischen Prioritätensetzung. Keinesfalls die Frage, wie hoch das Wachstum ist. Wir sehen es am Beispiel der USA, Wachstum noch höher als in der Bundesrepublik, in Sachen öffentliche Güter einfach ein Armenhaus. Wir können das vergleichen mit Kuba, ein Armenhaus, ökonomisch betrachtet, aber ganz sicher, was den Zugang zu eben diesen öffentlichen Gütern anbelangt, eine ganz andere Nummer. Das Gleiche gilt für China. Das heißt, das hängt überhaupt nicht am Wachstum ab, sondern von politischen Prioritätensetzungen. Das Argument, Arbeitsplätze zu erhalten, zu schaffen, ich glaube, ich bin darauf schon eingegangen. Was wir in den letzten Jahren sehen, ist, dass mit einem hohen Wachstum Arbeitsplätze abgebaut worden sind und die, die ausgeweitet wurden, sind eben nicht existenzsichernd. Hinzu kommt, dass das, was ich vorhin angesprochen habe, dass quasi Arbeitsproduktivität gesteigert wird nach wie vor und das ist auch Ziel der angedachten Digitalisierungsrevolution in Anführungsstrichen. Im Augenblick haben wir eine Konstellation, wo eigentlich nur ein Wachstum über 2,3% einen neuen Arbeitsplatz schafft. Der Punkt ist, solche hohe Produktivitätssteigerungen, die werden in der nächsten Zeit nicht erwartet werden können, wenn man sie denn wollte. Um soziale Gerechtigkeit herzustellen, braucht man ganz sicher kein Wachstum. Klar, es ist leicht, soziale Gerechtigkeit herzustellen, mit dem Ziel, politische Stabilität zu garantieren, wenn ich soziale Konflikte ins Ausland verlagern kann. Also wenn ich sie exportiere mit meinen Gütern, also externalisiere. Aber das Problem ist, wenn andere das auch tun, wie es zum Beispiel jetzt China tut, dann hat man ein Problem mit dieser Externalisierung. Und wenn vor allen Dingen die Folgen dieser Art von Verlagerung, also Herstellung von sozialer Gerechtigkeit hier auf Kosten von anderen, wenn die Folgen dann in Form von Migration auf uns zurückschwappen, dann sieht man, dass das ganz sicher keine Lösung ist, über Wachstum das zu tun. Um Innovationen zu stimulieren, wird häufig gesagt, da muss man sagen, ja, aber lass uns hinschauen, was für Innovationen. Viele Innovationen sind tödlich, viele sind kontraproduktiv. Das würde ich gerne auch am Beispiel der Digitalisierung erläutern, dazu habe ich die Zeit jetzt nicht. Viele sparen Arbeit,
Und es gibt auch viele, die erzeugen mehr Probleme als Lösung, also die Finanzinnovation beispielsweise. Sie haben nun ganz sicher, ja, sie haben Wachstum stimuliert, aber was war das für ein Wachstum? Dann kommt noch immer das Argument, um öffentliche Schulden abzubauen. Da kann man sagen, ja klar, öffentliche Schulden, da wo sie aufgelaufen sind, kann man leichter mit hohem Wachstum abbauen. Aber zu jedem Schuldner gehört ein Gläubiger und die Frage, und der Gläubiger profitiert von hohen Schulden. Deswegen ist immer die Frage, auf welcher Seite steht wer. Und wir stehen europäisch gesehen auf der Seite der Gläubigerländer. Deswegen ist für uns es eigentlich ganz wunderbar, dass die anderen hohe Schulden haben. Trotzdem findet ja irgendwie in Deutschland nicht genügend öffentliche Investition statt. Und das ist ein anderes Ding. Das heißt, wir müssen uns vor Augen führen, das, was wir vom Staat, von der Politik erwarten, nämlich zu investieren in Infrastruktur, in Bildung, in was auch immer, das geht nur auf zwei Wegen. Entweder über hohe Steuereinnahmen, also indem ich die Faktoren, die wirklich viel Gewinne machen, das sind in diesem Falle die Unternehmen, entsprechend hoch besteuere, oder aber über Kreditaufnahme. Es gibt keine anderen Wege. Und nun kann man aus guten Gründen sagen, ein Land wie Deutschland könnte ein bisschen mehr Kredite aufnehmen, aber das ist ein anderes Thema, das ich jetzt nicht erörtern will. Um gutes Leben zu ermöglichen, brauchen wir uns sicher nicht zu streiten, dass das ein Schwachsinn ist. Mehr ist nicht besser und der Mensch ist ein soziales Wesen und nicht ein in erster Linie materialverschlingendes und müllproduzierendes Wesen. Also wissen wir, dass gutes Leben auf so eine Weise nicht zustande kommt. Deswegen Schlusspassus, ich lasse jetzt ganz viel weg. Wir müssen die Weichen stellen für eine Ökonomie, die Wachstum nicht mehr benötigt. Selbst geringe Wachstumsraten von 1-2% lassen sich in den alten Industrieländern nicht mehr aufrechterhalten. Wir müssen sogar eigentlich damit rechnen, dass das Pro-Kopf-Einkommen, das Individualeinkommen schrumpfen müsste, weil wir in Zukunft aus Gründen der Anpassung an den Klimawandel sehr viel mehr sozialen Konsum anstelle von individuellen Konsum. Sozialer Konsum heißt mehr öffentliche Investitionen. Wir haben im Augenblick eine Investitionsquote der öffentlichen Hand von irgendwie 7%. Die müsste eigentlich im Hinblick auf das, was ansteht, nämlich Erhaltung der Infrastruktur, die wir haben, nicht wunderschöne neue 100% energetische Häuser bauen, sondern das, was wir haben, so umzubauen, dass wir damit irgendwie nachhaltig leben können. Das würde eine sehr, sehr hohe öffentliche Investitionsquote von geschätzt, so hat Randers das geschätzt, mindestens 30% oder mehr sogar erfordern. Und wenn ich das haben will, dann kann ich nicht gleichzeitig einen hohen individuellen Einkommen haben, sondern ich brauche mehr soziales Einkommen, wenn Sie so wollen. Und soziales Einkommen heißt Infrastruktur, die allen Menschen zugutekommt. Einige Wirtschaftsbereiche müssen auf jeden Fall schrumpfen. Ich kann jetzt die Kandidaten hier gerne auflisten. Ich denke, Sie wissen selber, um wen es da geht. Da geht es nicht nur um die großen Energieunternehmen und die Autobauer, sondern auch um die Chemieindustrie, um große Teile der Bauwirtschaft. Aber vor allen Dingen natürlich die industrielle Landwirtschaft und den Finanzsektor. Alles nicht im Konsens zu machen, alles mit riesigen sozialen Konflikten verbunden, um das mal klarzustellen. Davon läuft nichts von alleine. Überall muss die Stärkung von regionalen Wirtschaftskreislaufen Vorrang vor globalem Austausch haben, und das können Sie dann Deglobalisierung nennen. Ich schließe davon aus, den Austausch von Know-how, von Kultur und Wissen. Aber es schließt zum Beispiel eine andere Rohstoffpolitik ein, eine Rohstoffpolitik, die nicht wie bisher von den Abnehmerländern definiert wird, sondern wo wesentlich die Länder, in denen sich die Rohstoffe befinden, ein wesentliches Argument, eine wesentliche Stimme bekommen. Und da brauchen wir letztlich so etwas, ja, wie Planung. Wir brauchen eine längerfristige Planung, was mit den Ressourcen, auf die wir ja auch zukünftig angewiesen sind, also das Öl muss man nicht verbrennen, aber wir brauchen das Öl für medizinische, für andere Zwecke. Dafür braucht man eine geplante, und zwar in gemeinsam zwischen Abnehmer und Produzentenländer geplante Form des Umgangs mit Rohstoffen. Letzter Punkt, soziale Ungleichheit, ist meines Erachtens nur noch durch Umverteilung und nicht mehr durch Wachstum zu reduzieren. Und das heißt, sorry, Eingriffe in die Eigentumsordnung. Deswegen habe ich am Anfang von den Charakteristika des Kapitalismus gesprochen.
Das würde bedeuten, es sind Forderungen von Gläubigern, also Kapitalbesitzern, zu streichen. Und das geht mit Krisen einher. Banken sind unter öffentliche Kontrolle zu bringen und sie sind zu schrumpfen. Und wenn wir eine Maxime aufstellen, dann würde das heißen, Förderung statt Förderung des Wettbewerbs, Förderung von Kooperation und noch einige mehr. Ich hatte hier eine Grafik, die kann ich jetzt nicht mehr erläutern, aber eines ist klar, im Hinblick auf die Arbeit würde es heißen, alles, was da noch an Produktivitätsfortschritten erzielt wurde, müsste eigentlich strikt in Arbeitszeitverkürzung umgesetzt werden und eben nicht in ein wachsendes monetäres Einkommen. Und es würde auch heißen, im Hinblick auf Andersarbeiten, um das nochmal klarzustellen, die Fiktion, dass heutzutage alle Menschen mit Computern arbeiten und dass das irgendwie angesagt und nachhaltig und sonst was ist, ist einfach Schwachsinn. Das habe ich vorhin schon mit dem Hinweis, dass wir quasi das, was wir haben hier an Infrastruktur erhalten müssen. Das heißt, ein sehr viel höherer Anteil an Handarbeit, die heute kein Mensch machen will. Und das mal klarzumachen, das bedeutet für unsere Bildungsinstitutionen einfach auch eine andere Message, nämlich nicht den Computer bedienen ist irgendwie die Zukunft, sondern sich überlegen, wie kann man einen größeren Anteil von Humandienstleistungen, aber auch eine andere arbeitsintensivere Landwirtschaft, ja, in Kombination mit technologischem Wissen, Instandhaltung und Wartung, all das kann man dann auch verbinden mit einer anderen Sozialpolitik, auf die ich jetzt hier nicht eingehen kann. Eines ist aber klar, das geht nur im Sinne von Eingriffe in unsere Eigentumsordnung, das geht anders nicht. Und die Frage ist das im Kapitalismus möglich? Deswegen komme ich jetzt zu meiner letzten Folie. Im Prinzip, es gibt eine große Debatte darüber, ob so etwas wie eine stationäre Ökonomie mit dem Kapitalismus vereinbar ist oder nicht. Einige meinen, da es ja noch nicht ausprobiert worden ist, kann man das ja erstmal annehmen, dass es ginge. Andere sagen, es ist nicht vereinbar. Ich kann dazu jetzt hier nichts sagen. Ich weiß nur eines, wir haben eigentlich nur die Alternative zwischen sozialökologischem Kollaps oder sozialökonomischer Revolution. Denn eine Steigerung der Energie- und Stoffeffizienz um 80-90% in den Industrieländern und 50% in den Entwicklungsländern ist aus dem Mix dessen, was da im Augenblick quasi unsere sogenannte Umweltpolitik ausmacht, nämlich technologischer Fortschritt plus Änderung des Konsumverhaltens plus moderaten, aber auf jeden Fall marktverträglicher politischer Regulierung einfach nicht machbar. Und deswegen finde ich, das ist mein letzter Satz, es ist seltsam, dass heute viele Menschen, auch ganz viele junge Menschen, es eher für möglich halten, dass wir auf einen sozialökologischen Kollaps hinauslaufen, als dass wir ein System ändern, das gerade mal 300 Jahre in seiner Funktion als Industriekapitalismus existiert. Und in diesem Sinne möchte ich uns alle für etwas mehr Innovationskraft und Veränderungswünsche verabschieden. Danke.